Tour starten könnten. Das kann jetzt glauben, aber schlimm war es nicht. Tatsächlich hatten wir natürlich beim Tourstart in Villingen-Schwenningen im südlichen Schwarzwald, hatten wir über Nacht 10 cm Neuschnee und da war es ganz toll, dass wir unsere eigene Technik zum Freiräumen des Messegeländes verwenden konnten. Und das ging aufgrund der professionellen Anbaugeräte der hochmotivierten Fahrer ganz, ganz leicht und schnell. Jetzt hier ein U35 mit einer Felsspritter der Firma Schmidt. Und aufgebaut haben wir einen Streuer, einen Feuchtsalzstreuer der Firma Schmidt, ebenfalls mit 4 Metern Trockensalz und 2200. Jetzt schauen wir uns erstmal an, wie die Fräse, wenn es denn würde. Die kommt auf jeden Fall zum Einsatz. Ich sag mal so, natürlich hier jetzt mit unseren Hackschnitzeln ein anderer Einsatz wie im Regelfall. Natürlich sind so Hackschnitzel erheblich schwerer als Schnee, aber auf jeden Fall natürlich einfach bei Schnee von über einem Meter einsetzbar, hohe Griffweite, und das ist dann auch, um dann natürlich den Schnee wirklich optimal an die Seite zu holen. Zusätzlich natürlich hier hinten der Aufsatz, also wir haben es vorhin angesprochen, können wir natürlich die Länge mitnehmen. Bis zu 4 Kubikmetern Salz können wir hier entweder nehmen oder beispielsweise 2200 Liter Sole, was natürlich halt auch für die Wirtschaftlichkeit im Einsatz dann ganz besonders wichtig ist, um nicht ständig zurück zum Lager zu fahren und dort nachzutanken.